Ja, Hallöchen, Popöchen, wie geht's, wie steht's? Heute gibt's abermals kein Zigarren-Review, sondern ein ganz, ganz gechilltes, kurzes, kleines Unboxing. Dankeschön, Leon, für dieses tolle Päckchen, für das tolle Umschlag, für den tollen Umschlag, meine ich. Und bin gespannt, was da mit dabei ist. Und so macht es dann auch wieder mega Spaß. Es ist kein bevorstehendes Blind Tasting oder sowas. So viel hat er mir schon verraten. Machen wir es mal auf. Mit meiner Nagelschere. Hab gerade irgendwie nichts anderes da. Eieiei. Ich vermute, weil wir hier auf einem Zigarrenkanal sind, dass hier eine Zigarre mit dabei ist. Wow, vom Geruch her interessant. Schauen wir mal, was wir hier drin haben. Eine Quintero. Also ich finde ganz ehrlich, die Quintero Tubularis, das war halt die in der Tube, die gibt es aber habe ich schon jahrelang nicht mehr gesehen, war mega gut eigentlich für den Preis. 3 Euro irgendwas war die vor 4 Jahren, ich glaube mittlerweile 3,50 oder sowas, 3,70. Habe sie aber halt nie wieder gesehen. Ich fand die ehrlich gesagt tausendmal besser als die Leute mit ihrer Guantanamera und auch diese Rafael González oder was, diese ganz günstige, mit denen kann ich gar nichts anfangen. Und da finde ich ehrlich gesagt Quintero besser, auch vom Design her passt das irgendwie. Sehr gut. Und nochmal eine, aha. Das ist jetzt natürlich sehr nice. Das war ja dann die neue Cigar Kings, wo ich gesagt habe, ich glaube für 14 Euro kostet die. Fand ich ein bisschen zu teuer. Es ist natürlich eine coole kleine Marke, die sehr gut eingeschlagen hat hier in Deutschland. Gruß an Philipp Kugler, gehen raus. Ich war mal bei ihm in einem Stream mit drin. Also da war ich eingeladen in so einem Zoom-Stream. So ein Tasting sozusagen. Das war ganz, ganz nett und interessant, so zuzugucken, wie er dann halt eben das, diese Entstehungsgeschichte, wie das dazu kam. Und ich fand aber für 14 Euro die hier ein bisschen zu teuer, weil ich ja eben gesagt habe, ich möchte halt preislich eher so einschränken und nur noch Kuba gehe ich dann halt 15, 20, 25, 30 Euro, wenn ich was kaufe. Halt immer, ich habe gesagt, so zwischen 5 und 15 Euro, aber das müssen dann halt schon namhafte, also hört sich jetzt negativ an, aber halt wirklich etablierte Marken sein, wo ich dann sage, komm, hier kommt eine neue AJ Fernandez für 15 Euro raus und sage ich, die muss ich mal testen. Aber jetzt, die hat mich halt eben abgeschreckt vom Preis. Ich glaube, 14 Euro müsste diese 2023er sein. Ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau. Aber kann ich ja nochmal gucken, wenn wir schon mal hier sind, wenn ihr kurz Zeit habt. Und hier bleibt die Nagelschere an den Magneten hängen. Cigar Kings. 2023. Die Bellicoso Connecticut Tube. Also in der Tube ist ja nett. Ich bin über 18. Ja, ich bin über 18. Wann bin ich geboren? Am 31. März. Also morgen habe ich Geburtstag übrigens. Ja, aber das ist total nervig. Und jetzt habe ich eine falsche Eingabe gemacht und jetzt hat er mich komplett rausgekickt. Muss ich eine andere Seite gucken. Aber die ist ja gar nicht in der... Ist die in der Tube? Nö, oder? Die kostet ja 14 Euro. In der Tube sind es dann 15. Ne, doch, die kostet 15 Euro. Ist dann eine Tube dabei oder nicht? Weiß ich nicht. Okay, anscheinend ist eine Tube dabei oder auch nicht. Ich weiß nicht. Ich dachte, sie war 14 Euro, weil Tuben kosten ja meistens dann immer 1, 2 Euro mehr. Hier, wir haben zwei Umblätter mal wieder, wie es zwar immer öfter so ist. Also Nicaragua Deckblatt, Seco Viso, Umblatt, zwei Nicaragua Einlage, Ecuador, USA und Connecticut. Und es war mir dann halt irgendwie zu teuer. Aber cool, danke Leon. Dann kann ich die auch mal reviewen. Quintero geht immer, finde ich richtig toll. Und dann hat er mir noch was Altes geschickt. Oder war das die Quintero? Das kann der Leon dann kommentieren. Saromé Corona.
Handmade Cigars from the Dominican Republic Medium Filler. Sarome Zigarren, auch mit C geschrieben, die Zigarren. Eine Komposition aus den besten Tabaken Piloto Cubano und De Olor schenken Ihnen ein unverwechselbares harmonisches Geschmackserlebnis. Ein Produkt der Jacobi Import GmbH, Sarome.de, 75. Das scheint sehr alt zu sein. Weil hier diese EG Gesundheitsaufkleber hier sind halt sehr, sehr alt. So, dass ihr es auch mal gesehen habt, Sarome. Da ist eine schöne Zigarre dabei. Oder war das die alte? Das müsste dann die wahrscheinlich gewesen sein. Er hat erwähnt, dass er eine ganz alte Zigarre mir schicken möchte. Ja, und daher dieser, ich habe ja gleich am Anfang gesagt, beim Aufmachen so ein interessanter Geruch. So fast schon so Tee, also so Kräutertee-mäßig. Oder ja, so, ja. Und auch nicht Kräutertee-mäßig, so. Schon eine schöne Würze, Kräuter, aber so ein bisschen so Moschus, Flieder, Patchouli-mäßig, also so wie wenn du halt in so eine Rockkneipe gehst oder so. Patchouli. Interessant. Kenne ich nicht. Weiß ich, könnt ihr meine Kommentare schreiben, ob ihr das so schon mal gesehen habt, gehört habt, wie alt die ungefähr sein sollte. Steht jetzt nichts dabei. Und auch hier interessant hier diese chinesischen Schriftzeichen hier. Mandarin, keine Ahnung. Steht hier noch was Besonderes? Santiago, Republica Dominicana. Sehr geil, freut mich. Das ist doch mal was Außergewöhnliches, nicht Alltägliches. Dann kommen die wieder hier zurück. Schön in die Tüte hier. Und so ein bisschen, also Würze, klar, aber so ein bisschen Rosinen, Pumpernickel, also ein bisschen Toaststicker, aber dennoch so ein bisschen süßlich und mit diesen Rosinen, ja, interessant. Cool, Dankeschön, Leon. Vorsichtig reinmachen. Dann sind wieder Dry Reviews sind safe. Ciao, ciao.